15.000 minus. 15.000 minus. Jetzt gucken wir mal. Sternenhimmel. Jetzt schauen wir mal, was ist denn hier? Das ist der kleine Laden, ja. Das habe ich ein bisschen umgestellt. Oh Gott, der ist ja süß. Was haben wir denn auf Lager? Ach du meine Güte. Hui, ist das wenig. Ach du meine Güte. Oh, da kommt er. Dann wollen wir mal hoffen, dass der jetzt nicht zu viel bringt. Na, hau rein. Oh. 120? Komm, mach voll, mach voll. Ja, 120. Das ist okay. Au, au, au. Das ist aber ein Haufen Ware, was der da gebracht hat. Das sind 120, 160, fast 200. Können wir uns gleich mal merken. Das müssten wir mal umbauen hier. Das schaut ja furchtbar aus, ganz ehrlich. Das machen wir nachher mal anders. Ah, da kommt ja. Wer bist du denn? Hey, wer bist du? Marlina, ich nenne dich Mali. Schön, dass du da bist. Dann kann ich nämlich hier schon mal ein bisschen umbauen. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, da ist aber nicht viel Geld da. Oh, scheiße. Okay. Das müsste man alles mal machen. Früher habe ich mir noch freie Tage genommen. Du kannst in dem Spiel nämlich auch freie Tage nehmen. Und kannst dann mal alles schön einrichten. Aber nachdem sich hier das ja alles nach jedem Update der liebevolle Umgang hier wieder losgeht mit den Änderungen. Komm, ich kaufe jetzt hier mal nochmal. Digga, Marlina, hau rein, es ist in der Früh. Mach mal ein bisschen hier. Hau rein! Hast du dich ausgeschlafen, oder was? Bist müde? So. Alles leer? Hi, Yannick, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ach du meine Güte, jetzt muss ich das wieder... Oh, wie ich das hasse. Jetzt haben sie alles gelöscht. Okay, machen wir mal die Jogginghosen. Oh, die gefallen mir wirklich gut. Die gefallen mir wirklich gut. Die sind sehr, sehr schön. Würde ich mir auch kaufen. Ich habe so eine. So, haben wir hier schon mal ein paar blaue Hosen. Wie viele von den blauen Hosen haben wir denn? Das sind so schöne, kuschelige, weiche. Mit so einem schönen Band. Dass man die schön festmachen kann. Digga, stell dir mal vor, du hast da 300 Artikel. Da bist du aber verratzt. Dann haben wir hier tatsächlich diese... Also, mir gefallen sie nicht, aber die gehen unheimlich gut. Vor allem, da kann man schön Geld mitmachen. Das schaut ja aus. Das ist so eine Gucci-Hose wahrscheinlich für... Das Problem ist, solange ich das jetzt nicht neu eingestellt habe, wird die Dame, die ich fürs Einrichten der Ware eingestellt habe, kann das nicht. Siehst du, jetzt kannst du es machen. Jetzt gucken wir mal. Okay, dann haben wir hier die Hosen, dann machen wir mal hier die Hemden. Hier schön die Hemden aufhängen. Was haben wir denn für Hemden? 60 von denen. Ja, komm, mach mal. Das gibt richtig Money. Ach so, das kann sie jetzt machen, ne? Ja. Mach mal. Lady. Excuse me. Excuse me. Do you have an apple? Yeah. Ich kann mich noch erinnern, wo ich hier die Pizzas immer verkauft habe. Siehst du, das ist ein Time-Dings gewesen. Irgendein. Thanks. Das ist vom System irgendein Fehler. Ich muss mal recherchieren. Komm, jetzt hängen wir die hier nochmal auf. Die roten scheinen ja ziemlich gut zu gehen. Das Problem, wenn ich die nicht aufhänge, machen wir auch kein Geld. Dankeschön. Ich bin halt eher der ruhige Typ. Aber keine Sorge. Ich habe mir immer Partner gesucht, die genau das Gegenteil waren. Soll ich jetzt schreien? Spectre? Soll ich schreien? Damit es jugendlicher wirkt? Hey, can you help me? Yeah, wo bist du denn? Oh. Oh. Okay. Hä? Okay. Thank you. Oh, sie ist weg. Hier, bin schon ab.
100. Okay. Ich glaube, wir müssen noch was kaufen hier. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das hier, ne? 1000 kostet das. Ich mache keine Farben mehr. Wollte es nur gesagt haben. Da hättest du mal Zul erleben müssen. Er ist so durch das Spiel gerauscht. So, hängen wir das hier mal auf. Kann man denn die Farben noch ändern? Warte mal, machen wir mal hier zu. Sonst steht da wieder einer an der Kasse rum und mault. Kann man die Farben ändern? Ja. Das ist wahrscheinlich alles gelöscht worden. Komm, machen wir mal schnell. Wir haben noch irgendwas auf Lager. Die gelben, ne? Die sind wunderbar. Hängen wir das mal auf hier. Dann kann ich nämlich die Schuhe mit reinnehmen. Digga, ich weiß nicht, ob wir Geld machen. Komm, hau rein das Zeug. Oh, wir haben die grünen noch. Die sind schön, die gefallen mir. Macht mir wahrscheinlich richtig Geld. Hey, got a second? Got a second! Müssen wir noch eins hermachen? Ja, mach mal, komm. Herrenbekleidung. Hemden. Sehr schön. Hi, warum stellst du dich jetzt genau davor? Weg. So, hauen wir hier die Grüne noch rein. Dann haben wir hier auch mal wieder was gemacht. Ich würde gerne die Schuhe noch nehmen, weil die Schuhe, die bringen teilweise richtig Money. So, Ladies and Gentlemen, wir spielen hier King of Retail. Mein absolutes Lieblingsspiel. Ein Spiel voller Zärtlichkeit, Kundenorientierung und ein Entwicklerteam, das den Gamern sozusagen die Wünsche von den Lippen ablässt. Es ist das Spiel, ich würde fast sagen, eins der Spiele des Jahrtausends. Was hängt denn hier normalerweise? Gar nichts. Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Ist egal. Warte mal, ich guck mal schnell ins Lager. Hui, was hängt denn hier noch? 29, 30, 30. Wir haben 30 von den gelben und 30 von den grünen. Okay, der zweite Laden hat 100, 200, 300, 360. 390 Liefereinheiten. 390 Liefereinheiten. Das heißt, dieses Ding hier ist eine Liefereinheit. Die gehört eigentlich hier rüber. Machen wir doch das einfach mal. Und das hier? Was ist das? 240, okay. Warum hast du Ahmed wieder zum Mod gemacht? Weil Ahmed 47 muss nicht jeden Tag kommen. Das ist einer meiner ältesten Mods, die ich hatte. Und der kommt halt nicht oft. Ist doch okay. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt lassen wir mal hier mal laufen. Ach so, warte mal. Ich wollte das hier mal... Langt das? Was kann man denn hier noch kaufen? Wir gehen mal schnell rein in Lagereinheiten. 5000 kostet er. 20.000 will ich nicht ausgeben. 240, 5000, 60 Einheiten. Komm, hau mal da nochmal was her. Domi Place. Hi. Also wir müssen uns nur merken, wir können hier 390 Dinge einkaufen, weil wenn wir später mehr verkaufen... So, jetzt gehen wir mal an die Kasse. Ach so, wie viele Marketingleute haben wir denn? Oh, alles leer, was hier los? Oh, Kaffee trinken. René ist auf dem Weg zur Arbeit. Sehr gut, René. Du bist der Beste. Jetzt gucken wir mal. Können wir das ein bisschen wegschieben? Ah. Oha. Okay. Dann musst du halt erweitern. Nils, erweitert das Ding hier. Dann kannst du noch ein paar Leute einstellen. So, wie schaut es denn mit Verkäufer aus? Jetzt komm, lass uns mal laufen hier. Can you help me? Can you help me? Wie geht's euch? Thanks. Das war mal mein absolutes Lieblingsspiel. Hey, have a minute. Ist ja hier die Ecke so, da kann man jetzt so richtig rüber gucken, ne?
Schön gemacht, das Design. Also vom Design her war dieses Spiel immer klasse. Ja, also die haben wirklich toll was gemacht, aber die haben halt keine Programmierer mehr, die eine Ahnung haben. Der ist ihnen wahrscheinlich irgendwann entfleucht, der ist irgendwo anders hingegangen. Schön wäre es halt hier, wenn man... Warte mal, man konnte doch früher mal sehen, wie viel Gewinn wir gemacht haben. Ja, richtig, das konnte man hier mal sehen. Das macht er natürlich wieder nett, wenn ich hier... Ja, schön gesehen. So, schauen wir mal, ist es zu laut, weil sich jemand beschwert hat vorhin? Oh, ich liebe dieses Geräusch, wenn die Kasse klingelt, wenn Geld reinkommt, wenn ich weiß es, dass jetzt hast du es geschafft. Außerdem kann ich anhand von dem Geräusch kann ich ungefähr abschätzen, wie viel Umsatz wir machen. Ja, nach 500 Stunden Spielzeit. Schaut mal, wie schön hier das Licht sich spiegelt. Also wenn du hier zwei, drei gute Programmierer reinbringst, dann wäre das was, 15 Uhr. Alles leer. Echt jetzt? Kann ich den alleine lassen? Das ist einfach gegangen. Ach, sie tut auffüllen. Sehr gut. Wie heißt du denn? Ja, Namensschilder brauchen wir nicht. Lucy heißt sie. Okay. Okay, was fehlt? Verkäufer und ein Kassierer. Warum ist der Kassierer weg? Wo bist du? Wo bist du denn? Komm doch zurück. Das sind alles Kunden, die ich verliere. Die verliere ich alle. Die gehen alle. Wo ist der? Ich muss immer nachgucken. Josef Wels, hi, wie geht's dir? Der kommt nicht mehr, ne? Er kommt nicht mehr. Excuse me. Das hat jetzt richtig, das kostet richtig Umsatz. Weil jeder, wo hier, ihr seht es, das ist so Kassenzeichen mit so einem kleinen roten X, die gehen dann alle. Die sind weg. Weil ich ne. Ah, ich bin an der kleinen Kasse. Ja, müssen wir die Kasse. Müssen wir die Kasse nachher verkaufen und eine große Kasse herstellen. Das war dann ein Fehler von mir. Hier geht's gut. Wer von euch hat denn ab nächste Woche wieder Schule? Schaut mal rein, das würde mich interessieren. So, ich mach die Kasse hier mal zu. Jetzt ist sie alle verloren gegangen. So eine Scheiße. Es gibt richtig, richtig, richtig Umsatzminus. Das ist die Ware weg. Wahrscheinlich liegt jetzt noch was auf dem Lager. Also auf jeden Fall einen Kassierer einstellen, der nicht einfach geht. Ich habe nicht aufgepasst, ob einer der Kassierer krank ist. So, jetzt gucken wir mal schnell ins Lager. Ist denn noch Ware da? Ja, ein Haufen Ware noch. Acht von den... Oh mein Gott. Scheiße, ich weiß nicht mal, wo die hängen. Hier hängen die. Schön auffüllen. Bin gerade in der ersten Woche. In der ersten Woche Ferien oder erste Woche Schule? Gott, bin ich froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Und ich wollte mal Lehrer werden. Ich wollte echt mal Lehrer werden. Sonderpädagogik wollte ich mal studieren. Ja. Hat alles nicht geklappt. Kann ich Ihnen einen reichen Daddy haben? So, jetzt gehen wir mal in die Kasse. Erste Woche Ferien. Ja, Ferien! Also, wo mangelt's? Wir müssen die Kasse austauschen. Das machen wir jetzt mal. Also, Kasse schließen. Verkaufen und eine neue kaufen. Da gehen wir in die Kasse rein. Machen wir ja mal eine neue auf. Gefällt mir nicht. Kann man denn die Farben wechseln? Hier schön gelb. Ja. Ja, so wie das sind IKEA-Farben. Ja, und hinten ist blau, kommt Mama ändern. Komm, Nils, das kostet alles Zeit. Weil es ist ein zeitbasiertes Spiel. Jetzt geht das wieder nicht. So.
Okay. Schaut ziemlich gut aus. Ferien. Also mal gucken hier, Ladies and Gentlemen. Ach du meine Güte. Haben wir denn überhaupt Gewinn gemacht? Wie viel Gewinn haben wir denn gemacht? 38.000? So, was machen wir mal als allererstes? Als allererstes gucken wir mal die Mitarbeiter an. Janik. Ach so, jetzt müssen wir hier einen... Ich glaube, der Burkhardt war der Chef, oder? Jetzt gucken wir mal durch. Ach, die Farben. Das war alles früher einfacher zu sehen. Da sehe ich ja gar nichts. Ja, das ist alles schlecht gemacht. Er ist ja so gut im Verkauf. Was macht denn Angelique? Ich glaube, das war auch ein Mann, der das geführt hat. Was, Dario? Nein, Dario war es nicht. Dario ist gut in Marketing. Das ist auch gut so. Wir brauchen unbedingt gute Marketing-Leute. Was, Marlina? Ist gut in der Wiederbeschaffung. Sehr schön. Janik, ich glaube, Janik war es. Der schaut aus wie Delta aus Raumschiff Enterprise. Guckt mal. Nein, der war es auch nicht. Janik war es. Komm, Janik. Janik kann alles außer ein bisschen verkaufen. Wie heißt denn du? Janik Krämer? Nein, du warst es nicht. Janik Grün war auch nicht mein entsprechender Chef hier. Tony war es doch. Tony Maroney. Nein, kein Tony Maroney. Lucy? Oh, das wird schwer. Jana? Jana Jakob? Nein, die war es nicht. Die ist aber gut. Komm, die nehmen wir. Die kann alles außer Wiederbeschaffung. Da fehlt uns der gute Mann. Die gute Frau. Das ist ja doof. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wen wir zum Chef machen. Jetzt müssen wir nochmal gucken hier. Also, der Mensch hier kann nicht so viel. Angelique. Da ist mehr rot wie grün. Janek. Da brauche ich gar nicht zählen, oder? Da fehlt eine komplette Wiederbeschaffung. Da sind gleich zwei Talentbäume komplett ungeskillt. Ich den nicht geskillt hier? Oh. Ist nur ein Fehler. Ja, ja, ist okay. Hui, das ist gut. Wer ist das? Ja, den nehmen wir. Komm, tun wir nicht lang rum. Janek Krämer. Okay, dann werden wir den jetzt mal zum Chef machen. Jetzt will der aber einen Haufen Geld. Der will einen Haufen Geld. Ich habe keine Ahnung. Oha. 400 in der Stunde möchte ich aber verdienen. 400, ist das gut oder schlecht? Okay, das freut ihn auf jeden Fall. Bonus waren wir irgendwo bei... Oder 17 ist ein bisschen viel, ne? Ich will ja schließlich... Warte mal, wir machen mal... Ja, 12,5 war immer ganz gut. Ich kann es nicht einstellen. Ist egal. Das reicht mir. Das möchte ich auch mal sagen. So, jetzt haben wir wieder beide. Beide eingestellt. So, jetzt gucken wir uns erst einmal den Plan an hier. Wir haben 4 Leute an der Kasse, obwohl wir nur 2 Kassen haben. Ja, einer früh, einer abends. Okay. So, jetzt haben die ihren freien Tag. Das ist doof. Ja, wenn wir gucken, 3 bis 9... Fehlt uns der hier? Warte mal. Wir gucken erstmal. Also, der hat am Donnerstag. Der hat am Montag. Das machen wir mal ganz anders hier. Das machen wir mal ganz anders hier. Das muss alles schon ein bisschen Platz haben. So, da la. Jetzt schauen wir mal. Was?
Das war, glaube ich, bloß eine Aushilfe irgendwie, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, was hier los ist. So habe ich das eingeteilt. Also das ist schon mal komplett falsch, weil um 2 kommt keiner, ab 3 bis 9. Das heißt, das ist schon mal falsch. 2 bis 9, 2 bis 9, 2 bis 9, 2 bis 9. Ah, ich verstehe. So, 2 bis 9. Dann lassen wir den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten und dann kriegt der Freitag, Samstag, Sonntag frei. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag frei und dann muss die halt Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten und hat hier frei. Ja, dann arbeitet also, der Yannick arbeitet dann hier von Monday bis Donnerstag und Tony Maroney eben dann falsch geklickt von Freitag. Was ist denn jetzt wieder los? Das stimmt doch was nicht. Bin ich jetzt Banane? Ja, ich habe noch nicht geändert hier. Ne? Warte mal, schnell mal einen teilen hier, dass das alles passt. Hervorragend. So, jetzt gucken wir nochmal. Die zwei. Freitag, Samstag, Sonntag macht der hier unten. Freitag, Samstag, Sonntag. Kann das sein, dass das irgendwie am Arsch ist, das System? Nein. Passt. Gut. Und der da arbeitet, machen wir es genauso, Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und dafür arbeitet der untere Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nicht. Dann passt das. Dann arbeitet... Ach so, das verschiebt sich hier. Das ist ja ganz blöd. So. Seht ihr, das ist genau das. Du knuddelst hier rum, du schaust und dass das alles richtig passt. Da bräuchte man eigentlich eine dritte Kasse, ne? Ab 16 Uhr muss dann ich ran hier. Das sind 2 Stunden. Na, ist egal, ist egal. Ich könnte jetzt das theoretisch noch verschieben, aber ich habe keinen Bock drauf. Was ist denn mit dem Nachschub? Von 2 bis 4 und hier. Hä? Die ist krank? Ja, das ist mir klar, dass die krank ist. Jetzt pass mal auf. Die arbeitet Montag, wer ist das? Das ist die hier oben. Malina arbeitet von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, kriegt Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und die hier arbeitet dann halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und muss Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Passt. Komisch, wieso stimmt das nicht? Das verstehe ich nicht. Wie ist es im Verkauf? Wir haben nur 4 Verkäufer. Ach du meine Güte. Einen in der Früh und einen nachmittags. Was ist denn mit dem hier? Der hat frei. Der arbeitet von 10 bis 18. Ja, das passt, das überschneidet sich. Und was ist mit dem? Oh. Ach, das kann man hier gar nicht mehr sehen. Ach, das haben sie jetzt hier da so gemacht. Energie, das kann ich nicht lesen. Optimismus. Okay. Sehr interessant. Der arbeitet von 8 bis 14. Wieso ist die krank? Okay, 8 bis 14. Das heißt, da müssen wir mal einen Verkäufer einstellen. Und wir haben 2 Tische. 2 Tische mit Marketing. Leute, wer das Spiel spielen will, der muss auf jeden Fall auf Marketing setzen. Sonst kommt ihr nämlich nicht an die Skillpunkte für die Waren nicht ran. Weil das ist zum Rufsammeln. Okay, die arbeiten von 15 bis 21 Uhr am Tisch 1 und 2. Das heißt, die Angelique, die kann ab 15 Uhr nicht arbeiten. Das passt. Die arbeitet nämlich von 2 bis 9. Das ist heftig. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist einen Mitarbeiter im Verkauf. Schauen wir doch mal. Hi, Cedric. Toller Name. Bitte, 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 bitte sei ein guter Verkäufer. Wie geht das hier? Was muss ich denn hier machen? Wieso muss ich das eigentlich mit der Hand aufklicken? Jetzt mal ehrlich. Wieso kann das nicht sofort erscheinen? Hi Markus, wie geht's dir? Was hast du gemacht den ganzen Tag?
ich spiele mein absolutes Lieblingsspiel. Eine Wonne, dieses hervorragend tarierte System hier zu spielen. Ach, Zuschauer. So, jetzt gucken wir mal. Er kann gut Kasse. Puh. Wisst ihr, ich würde gerne, es ist ja so, wenn du in einer Personalabteilung bist, dann kannst du alle Bewerber auf einmal sehen. Hier kann ich nur die Bewerber nacheinander sehen. Ich muss mich also jetzt entscheiden, ob ich den nehme oder nicht. Das Problem ist, vielleicht ist ja in der anderen, sind die anderen Bewerber einer dabei, der besser ist. Dann würde ich natürlich den jetzt nicht nehmen, weil ich muss den zweimal leveln. Ich muss den zweimal leveln. Der ist sogar hier schon mal. Ja, komm, dann muss ich den jetzt nehmen. Das ist ja echt doof. Den kann ich aber zur Not ins Marketing setzen. Cedric. Gab es nicht einen Cedric bei Catweasel? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn viel, was ist denn wenig? Ist 50 Euro die Stunde viel? Nein. Was? Der spinnt ja. Cedric Brück. Ja, komm, stellen wir mal ein. So, Cedric. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Hallo? Ist die Scheiße jetzt abgestürzt oder was? Ich kann ihn nicht einstellen. Doch, jetzt. Was macht man in den Game? Ich zeig's dir. Du hast ja deine Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter. So, hier Mitarbeiter, viele Mitarbeiter. So, dann hast du hier einen Chef. Tagesmanager, das ist halt der, ich weiß nicht, wie sagt man das im Laden? Teamleiter, irgendwie sowas. Der halt in dem Spiel da mit drin ist. Da kannst du die skillen, die Mitarbeiter. Ui. So, da kannst du die einteilen. Zum Beispiel... Kasse? What? Hä? Wieso habe ich so viel Kasse-Leute da drin? Ich habe doch die gerade eingestellt, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Ach, das ist der Neue. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie die arbeiten. Scheiße. Von 3 bis 9... Und von 8 bis 15. Genau, Cedric wollte ich ab 16. Warte mal, ich mache nicht ab 16, mach ab 15 Uhr. Cedric stelle ich hier an. Spiel das weiter. Das würde ich nicht mal meinem bösesten Feind würde ich das empfehlen zu spielen. Du baust dir so viel auf, du. Du machst so schön alles, du richtest alles ein, dann kommt das nächste Update und alles ist wieder am Arsch. Das müssen wir mal gucken hier. Janik Burkhardt hat am 3 Tagen hat er frei. Scheiße, na, wie machen wir denn das? Ist doch egal. Cedric kriegt, hier unten steht Sonntag, dann kriegt er am Samstag frei. Bis dahin müssen wir halt erweitern. Dann, ja, aber Samstag ist schlimm. Ich liebe dieses Spiel. Ja, ich liebe dieses Spiel auch. Es ist die Erfüllung meines Lebens. So, dann wollen wir mal gucken hier. Früh, Mittag, abends. Der arbeitet aber lang. Was haben wir denn hier Schönes? Lucy, bist krank? Was hast denn? Arbeitest sowieso bloß 5 Stunden und hast noch 1 Stunde Pause. Die hat Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. What? Hä? Das stimmt aber auch nicht, ne? Das kann... das ist nicht richtig hier. Die muss Montag bis Sonntag durcharbeiten. Gut, einen Tag kriegt sie frei. Nee, die kriegt nicht frei. Die muss durcharbeiten. Die kann das... Jetzt ist sie krank, ne? Und die... das verstehe ich nicht. Da fehlt doch irgendein Mitarbeiter. Ich
kann doch die nicht Freitag, Samstag, Sonntag freigeben. So falsch gemacht, ne? Ja. Also irgendwie kann es sein, dass der die Mitarbeiter. Weil ich brauche die nur in der Früh zum Auspacken. Das heißt, ich habe jetzt keinen, der nachmittags was macht. Das wird heftig. Was ist denn mit dem Verkauf? Ich habe doch gerade jemanden eingestellt. Wer war denn das? Weiß das jemand noch? Ach, das war der für die Kasse. Hier seht ihr die Krone. Das ist derjenige, der Teammanager ist. Warte mal kurz. Ich brauche einen Verkäufer. Das war ja klar, da. Ich brauche dringend einen Verkäufer. Oha. Der wäre super in der Wiederbeschaffung. Na, ne? Ja, kann ich nicht gebrauchen. Das ist ja schade. Ladies and Gentlemen, wir brauchen einen Verkäufer. Wo bist du? Ich brauche den Top-Verkäufer. Cedric, bist du der Bruder von dem anderen Cedric? Komm, be my... Boah, scheiße. Warum? Hör nicht ernst, oder? Komm schon. Fabien, kann ich nicht mal schreiben. Ey, schaut euch das an. Das ist doch immer das Gleiche, oder? Jetzt schreiben wir uns das mal auf hier. Warte mal. Das heißt, 2, 3, komplett, 0, 1. Kann ich nicht gebrauchen. Jetzt pass auf, der Nächste hat die gleiche Skillung. Dann hat er die Skillung verloren für die verschiedenen 2? Nein. Okay. Was kann der denn? Die können gar nichts. 4 Fragen übrig. Was heißt denn 4 Fragen übrig? 4 Fragen übrig. Weiß das jemand? Was soll das heißen? Oben steht 4 Fragen übrig. 4 Fragen. 4 Punkte wahrscheinlich zum Verteilen, oder was? Kein Verkäufer weit und breit? Ja. Das ist ja wirklich hart. Komm, eine Runde, machen wir noch, dann hören wir auf. Also, Kasse steht. Was mache ich denn jetzt mit der? Mache ich nachmittags keinen, der mir das einräumt, ne? Weil die krank ist. Verkäufer haben wir nur 2. Das ist ganz übel. Na gut, können wir nicht ändern. Jetzt müssen wir natürlich noch Ware bestellen. Ladies and Gentlemen, wir brauchen ja für morgen Ware. Gehen wir mal hier rein. Computer, wo bist du? 4 Mails. Was ist da alles drin, bitte? Fühlt sich krank. Was ist los? Warum seid ihr denn alle krank? Hä? Das kann ja nicht sein. Okay, das macht mir Angst. Warte mal, schauen wir uns doch gleich mal die Mitarbeiter an. Das kann man hier wieder nicht sehen. Also ihr seht hier diese weißen... Ja, die sieht man nicht. Hier. Cedric ist neu. Und deswegen hat er hier die... Ja, das kann ich leider nicht lesen. Stimmung und Optimismus, das schaut nicht so gut aus. Aber der Rest ist ganz gut. Je weiter die weißen Balken nach links gehen, desto eher werden die euch dann irgendwann einfach, werden die unseren Laden verlassen und dann haben wir keinen Mitarbeiter mehr, die werden dann kündigen. Was haben wir denn verkauft bis jetzt? Füge hinzu. 217. Wir haben 390 Liefereinheiten, es passt. Ich würde gern mal noch was dazu kaufen. Ja, tun wir mal überall 3 dazu. Kaufen wir überall die entsprechenden Artikel nochmal nach. Gut. So
das war's. Ach so, wir wollten ja ein bisschen anbauen. Können wir das machen? Wie viel Geld haben wir? 23.000. Eigentlich ist das nicht gut. Also ich habe jetzt gedrückt auf den Knopf. Bitte drehe den Tisch von rechts nach rechts herum. Und wie dreht er? Das ist nicht rechts. Das heißt, die Knöpfe sind vertauscht. Die sind einfach nur wahnsinnig. Ich wollte noch einen zweiten Marketing-Tisch reinmachen. Na gut. Schreibt irgendjemand was? Keiner? Da schaut es wieder ganz schlimm auf hier auf Twitch. Hey, Stan spielt Fortnite. Bonjour macht Just Chatting. Pokémon Unite mit Rumatra, der hat richtig verfolgt. 3000 Zuschauer. Papa Platte. Pete Smith macht Rogue Legacy 2. Das Pokémon Unite scheint ganz gut zu gehen. Jetzt muss ich mir mal angucken. Gut. Dann würde ich sagen, was machen wir denn? Jetzt gehen wir mal raus. Schauen wir hier mal rein. Jetzt kann ich mal einen TikTok raushauen. Hauen wir mal einen TikTok raus, Ladies and Gentlemen. Mal eine Kiste öffnen. Ihr Skelett. Mini Pickle. Ah, ich wollte einen TikTok raushauen. Ahmed folgt dir jetzt, ehrlich. Ujia Madara folgt mir jetzt. Das ist cool, dass du mir folgst. Warum hat es ja 12? So. Dann würde ich sagen, laden wir mal einen TikTok hoch. Wie nehmen wir denn? Apfelsirup, Ahmed. Ja, komm, machen wir mal Ahmed. Kann ich Duett machen? Nein, Stitch kann ich auch noch machen. Auf Gerät speichern. Ja, puh. Das könnte man heute auch mal hochladen, oder? Nein, brauchst du nicht. Wenn, dann mache ich einfach ein neues. Gut, läuft. So, Ladies and Gentlemen, wir spielen hier King of Retail. Ich denke, wir machen noch eine Runde. TikTok ist dein neuer Alleinunterhalter. Ehrlich, die machen Werbung auf YouTube. Das ist ja echt geil. Ab zu TikTok, TikTok. Dass die das erlauben. Da hat jemand eine Frage gestellt, da muss ich unbedingt mal einen TikTok machen und unbedingt auch mal ein Video dazu, wie ich zu TikTok und zu YouTube stehe. Also gut, dann gehen wir mal in die Stadt, gucken wir mal. Hui, ist es laut.